Die Starfotografen von morgen auf der Du und Deine Welt. Erstmalig stellen 5 Kinder der Hamburger Kita Karolinenstraße ihre schönsten Fotografien aus. Über ein Jahr lang machten sie unter professioneller Anleitung Bilder ihrer Umgebung. Zum ersten Messetag eröffnet die beliebte Kika-Moderatorin Singa Gätgens die einzigartige Ausstellung. Das ist für euch. Wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn man so einen Applaus bekommt? Gut. Hat es gekribbelt im Bauch? Nein. Nein? Bei mir hat es gekribbelt. Hat es bei dir? Nein. Ihr seid so cool, mein Gott, okay. Die machen sich keine Gedanken und können aber so tolle Sachen dann schaffen. Und das ist das Besondere daran. Und eben auch die verschiedenen Perspektiven. Also wenn ein Kind ein Foto macht, dass dann auf einmal das von unten fotografiert ist und das Bild auf einmal einen ganz anderen Ausdruck bekommt. Das ist das Besondere an dieser Ausstellung. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe selber auch eine Sendung schon moderiert, die Mitmachmühle, wo wir viel gebastelt haben und sehr kreativ waren. Und das ist natürlich toll, wenn ich so ein bisschen mein Privatleben, meine Freizeit mit meinem Job hier einfach mal vereinen kann. Von kreativ bis sportlich, die Du und Deine Welt bietet für Jung und Alt ein vielseitiges Programm. Wer will, kann sogar in den Boxring steigen. Der vierfache Hamburger Meister und ehemalige Profiboxer Mahir Oral zeigt den Besuchern, wie es geht. Ich bin seit über 13 Jahren Profiboxer, habe vor 1,5 Jahren aufgehört mit dem Profiboxen, da ich eine Verletzung im Halswirbel hatte und mache jetzt Gewaltprävention an Schulen. Bin jetzt Trainer und versuche mit meiner Arbeit junge Leuten davon zu überzeugen, dass Bildung doch wichtig ist. Und der Schlüssel zu den jungen Leuten ist halt überwiegend in den Brennpunkten das Boxen, weil da Boxen die Augen und die Ohren öffnet und somit habe ich einen leichteren Zugang zu den jungen Leuten. Gesund und bewusst leben ist ein Thema der Genusswelt. Ob beim Live-Kochen oder Schlemmen, ein Schwerpunkt der Messe ist die vegane Küche. 1,2 Millionen Veganer gibt es in Deutschland, schätzt der Vegetarierbund. Und es werden immer mehr. Produktneuheiten für diese Zielgruppe zeigen Aussteller auf der Du und Deine Welt. Auch bei diesen Schuhen verzichten Hersteller auf tierische Materialien. Sowohl für die Frau als auch für den Mann. Die Du und Deine Welt bietet bis zum 12. Oktober alles, was das Herz begehrt.